Hallo und herzlich willkommen zu Zeros Weihnachtsbäckerei. Heute zeige ich euch, wie ich diese weihnachtliche Swirl Cookies, also die Spiralgebäcke, zubereitet habe. Dann starten wir jetzt los. Die Zutaten sind 500 Gramm Mehl, 250 Gramm Butter, ein Ei, 125 Gramm Puderzucker, rote und grüne Lebensmittelfarben, dann habe ich hier Vanillearoma, ihr könnt auch Vanillezucker nehmen. Alle Zutaten haben Zimmertemperatur. In die Rührschüssel tue ich alle Zutaten hinein, bis auf die Lebensmittelfarben. Die Farben brauchen wir später. Dann alles gut verkneten lassen, bis ein glatter Teig entsteht. Den Teig nochmals kurz mit der Hand kneten. Habe den Teig abgewogen, er wiegt ca. 940 Gramm. Dann teile ich den Teig erst in zwei Teilen. Ein Teil tue ich mit Frischhaltefolie luftdicht verpacken und lege ihn in den Kühlschrank. Den anderen Teil teile ich wieder in zwei Stücke, so dass ich ca. 235 Gramm Teig jeweils habe. Mit der roten und grünen Lebensmittelfarben färbe ich die zwei Teigstücke und lege es auch in den Kühlschrank, so ungefähr bis 30 Minuten. In der Zwischenzeit räume ich die Küche auf. Den Teig auf einer bemehlten Fläche rechteckig ausrollen. Der Teig sollte ca. 0,5 cm dick sein. Die anderen zwei farbigen Teige rolle ich zwischen zwei Frischhaltefolien auf. Erstens kann somit der Teig nicht zerbröseln und zweitens ist es nachher einfacher, den farbigen Teig auf den großen Teig zu legen. Auf die große Teigplatte lege ich die beiden Teige drauf und roll sie eng zusammen. Mit einem scharfen Messer ca. 5 mm dicke Scheiben schneiden. Im vorgeheizten Backofen bei 180 Grad Ober- und Unterhitze ca. 10 bis 12 Minuten backen lassen. Zum Dekorieren tunke ich die Keksränder von allen Seiten in eine geschmolzene weiße Schokolade und wälze die Kekse in Zuckerperlen. Aus diesem Teig habe ich ca. 35 bis 40 Stück Kekse erhalten.
Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich freue mich auf einen Daumen hoch und freue mich, wenn ihr das Video weiterteilt. Wenn ihr das Rezept nachmacht, teilt gerne eure Fotos auf Instagram mit dem Hashtag Zeros Wunderküche. Abonniert meinen Kanal jetzt schon, um keine Rezepte mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Video. Tschüss!